Wenn du auch zu den Menschen gehörst, wo andere ungefragt reinsprechen oder sogar stetig die Grenzen überschreiten oder erweitern zu deinem Nachteil und du setzt viel zu spät oder gar keine Grenzen, dann ist das Video heute richtig für dich, denn ich werde dir heute zeigen, wie du richtig und am besten Grenzen setzt. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern selber auch Coach und Mediator ausgebildet und zertifiziert. Und hier lernen wir natürlich ganz besonders auch selbst uns zu schützen vor Übergriffen des Klienten, aber auch unseren Klienten dabei zu helfen, wie sie selbst gut Grenzen setzen. Und aus diesem Fundus werde ich dir heute ein paar wesentliche Erkenntnisse und Techniken weitergeben. Das, was ich bei Konfliktklärung und Mediation immer wieder beobachte, ist, dass Menschen wie die Person A einfach über die Landesgrenze, über die Stadtgrenze, dann über die Grundstücksgrenze in den Garten gehen, dann durch die Haustür in den Flur, direkt durchs Wohnzimmer, dann im Schlafzimmer stehen und dort alles zerstören. Die Frage ist nur, wer hat hierfür die größte Verantwortung zu tragen? Person A oder Person B? Und hier stellt sich die Frage, genauso wie im Führungsverhalten, ob wir Opfer oder Täter sind, also ob wir für bestimmte Dinge die Verantwortung übernehmen. Und nicht ohne Grund ist es im Strafgesetzbuch auch so vorgesehen, dass es Paragraphen gibt, die nicht nur ein Tun, sondern auch ein Unterlassen bestrafen. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir davon ausgehen, dass auch die Person B etwas unterlassen hat. Sie hat mich völlig vergessen, möglicherweise die entsprechenden Grenzen erstens aufzuzeigen und zweitens zu kommunizieren mit Pönalen, also mit Warnung und Bestrafung auch zu kommunizieren und dann auch zu reagieren, wenn diese Warnung ignoriert wird. Bedeutet, würde nur eine dieser sechs Grenzen so verteidigt worden wie die nordkoreanische und südkoreanische Grenze, wo nichts durchkommt, dann wäre A entweder gar nicht ins Land oder in die Stadt oder aufs Grundstück eingedrungen, erst recht nicht ins Haus, im Flur, im Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Das bedeutet, dass Menschen Grenzen überschreiten können, liegt auch in der Verantwortung der Person, deren Grenzen überschritten worden ist. Wozu ich dich also ermutigen möchte, ist zunächst als ersten Punkt, die Grenzen überhaupt festzulegen. Das heißt, was ist dein Schlafzimmer? Wer darf dort rein? Was ist dein Wohnzimmer, dein Flur, dein Haus? Wer darf überhaupt dein Haus reingucken, reinsprechen, reinwirken? Wer darf überhaupt auf dein Grundstück rein, also in dein weiteres Umfeld? Wer darf dann überhaupt in deine Nähe kommen, Stadtgrenze und Landesgrenze? Das sind natürlich alles nur Metaphern für soziale Kreise, für soziale Grenzen. Wer überhaupt dich ansprechen, anrufen darf, wer überhaupt in deiner Nähe sein darf, wer überhaupt mit den Ressourcen, die dir anvertraut sind, umgehen darf oder reinsprechen darf. All das legst du selbst fest. Das ist der erste Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist dann, das auch mitzuteilen. Das bedeutet also, wenn der Gesetzgeber das Strafgesetzbuch oder das Ordnungswidrigkeitengesetz einfach vom Stapel gelassen hätte, ganz geheim im Verborgen und keiner hätte davon gewusst, nun, dann wäre auch eine Bestrafung auch unsinnig gewesen, denn die Menschen wissen ja nicht, dass da Grenzen sind, die sie zu achten und zu respektieren haben. Wenn du also das gemacht hast, wenn du deinen Grenzen bewusst bist und du hast sie auch kommuniziert, klar kommuniziert und du hast sie auch rückversichert, dass der andere weiß, dass du eine Grenze hast, dann kommt die dritte Kategorie. Beim dritten Punkt geht es um die Grenzenüberschreitungs-Interventions-Reaktionszeit. Nur was bedeutet das? In der Regel ist es leider so, dass Menschen, egal ob Kinder oder Angestellte oder Steuerzahler, austesten, ob diese Grenze auch tatsächlich verteidigt wird. Und wenn die Eltern bei Überschreitung einer Grenze nicht sofort eine Grenze und zeitnah eine Grenze setzen, dann gehen die Kinder darüber bis zur nächsten Grenze, darüber und zur nächsten Grenze und drüber, bis alle Grenzen gefallen sind. Das bedeutet also, wenn du wirksam deine Grenzen auch aufrechterhalten willst, nachdem du sie kommunizierst und festgelegt hast, dann gilt es als nächstes, möglichst schnell zu intervenieren, dazwischen zu gehen, wenn ein Grenzübergang unerlaubt erfolgt ist. Das bedeutet, wenn also eine Grenzüberschreitung stattfindet, heißt es für dich, sofort dazwischen zu gehen, sofort die entsprechende Reaktionsmaßnahme, die du vorher überlegt hast, auch auszuüben und von der Zeit her möglichst schnell. Jeder Katzenbesitzer weiß das, wenn die Katze in die Ecke pinkelt und 3 Wochen später weise ich die Katze darauf hin, was sie gemacht hat, dann wird sie daraus nichts lernen, weil der Zeitraum zu groß war. Vielmehr geht es darum, die Katze sofort nach dem Pinkeln mit der Nase in das Eigenurinwerk hineinzutunken, damit sie weiß, okay, hier hätte ich besser nicht hinpinkeln sollen. Das heißt, die Grenze wurde zeitnah gesetzt, geschützt und die Katze kann nun ihr Verhalten ändern. Möglicherweise ist es mit allen Menschen um dich herum genauso, dass du, wenn du die Grenzen gesetzt und kommuniziert hast, deine nächste Aufgabe ist, sofort
zeitnah zu intervenieren. Das heißt, als Reaktion auch eine vorbereitete Maßnahme, eine Interventionstechnik, die du auch noch ausdenken darfst, sofort dem Grenzüberschreiter um die Ohren zu hauen. Das machst du 2-3 Mal und dann beobachte, was die Menschen tun. Zusammengefasst ist also nicht immer nur A verantwortlich, wenn er in deinem Schlafzimmer steht und dort alles zu Kleinholz zerlegt. Vielmehr ist es deine Aufgabe, überhaupt diese Grenzen zu definieren, dir selbstbewusst zu machen, anderen bewusst zu machen, sie zu kommunizieren, Interventionstechniken sich auszudenken, was passiert, wenn diese Grenze überschritten wird und dann zeitnah in Echtzeit auch sofort zu reagieren. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, am besten in Form eines Coachings, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Berater, sondern auch viele professionelle Coaches bei uns an Bord und im Team. Und die helfen dir gerne bundesweit, auch gerne über Videokonferenzen oder in Präsenzcoachings, deine persönliche Grenzstruktur aufzubauen und auch lernen, diese zu verteidigen. Du kannst aber auch jetzt einfach Daumen hoch machen, weiter unsere Videos angucken, den Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, wie du in Zukunft erfolgreich deine Grenzen verteidigst. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.